Carlos Bernecker, Sie haben schon früher Angebote aus der Super League gehabt. Wieso ist jetzt der richtige Moment, um zum FC Luzern zu kommen? Persönlich, beruflich habe ich das Gefühl, habe ich in meinem Rucksack die nötigen Instrumente, diese Herausforderung anzupacken. Privat sind wir familiär in einem intakten Zustand und Stabilität. Gleichzeitig die Arbeitgeber FCL bieten mich diese berufliche Voraussetzung, wo ich alle meine Träume als Trainer gleich verwirklichen kann. Luzern ist aber in einer prekären Situation, der Abstieg droht. Haben Sie keine Angst, abzusteigen? Die Umstände machen die Menschen. Ich möchte beitragen, dass die Tendenz Hoffnung auf Erfolg größer ist als Angst zum Misserfolg oder Angst zu verlieren. Ich fühle mich in der Lage, die nötige Motivation, die nötige Kräfte, die nötige Wissen, um diese Tendenz noch zu stimulieren. Es ist klar, der Verein hat sich die Saison anders vorgestellt, aber jetzt müssen wir gleich alles mit viel Authentizität und viel Tun in das Machen gleich noch sagen, zeigen, um das, diese Tendenz noch zu verändern. Luzern ist aber schon seit über 140 Tagen ohne Sieg. Was macht Sie sicher, dass Sie das nächste Spiel gewinnen? Wir werden die Spiel so vorbereiten, dass man in der Lage ist, eine Mannschaft mit einem Spielstil, mit einem Konzept, dass man in der Lage ist, mit einer gewissen Strategie durchzugehen, angreifen, Tore noch zu erzielen, gleichzeitig auch in der Lage sein, defensiv richtig sich auf dem Feld zu positionieren und letztendlich den Sieg noch zu erreichen. Ich bin der Meinung, Qualität, Begabung von den Spielern ist vorhanden. Die Tabelle zeigt nicht gerade, was auf meine Sicht die Qualität von den Spielern anbelangt. Und von daher möchte ich das noch korrigieren. Vielen Dank.